Willkommen zur letzten Folge von The Forest von dieser Aufnahme. Wahrscheinlich. Ich schätze mal schon. Ich hätte es zumindest so geplant. Alter, manchmal bekommt er die Fische nicht. Wie doof ist er? Ich mache jetzt Dauerstechen irgendwie. Er bekommt einfach nichts. Nein. Ich glaube, ich verpiss mich. Ich glaube, ich werde den erstmal was vor die Füße schmeißen. Idiot. Wie dumm muss man sein, echt, ey. Du brennst, Junge. Du brennst. Checkst du das nicht? Du brennst! Erstmal wird im Kreis. Alter. Scheiße. Ja, das ist auch sehr geil mit. Warte. Sehr geil gemacht mit diesem Weglegen von diesen wunderschönen, tollen Sachen. Sag bloß, das ist schon wieder so ein buggy Typ. Deinetwegen bin ich tot gewesen. Fast. Also, ich war halt in der Höhle. You know what I mean. Rede mit. Sieh mich an, wenn ich mit dir kämpfe. Ich jag dich. What? Leute. Ich find's nicht mehr normal, wie die hier rumglitschen. Jetzt rennt er in die andere Richtung. Vollidiot. Muss ich jetzt auf den richtigen Moment warten, um ihn zu schlagen, oder was? Jetzt stirb endlich, du Arsch! What? Wo sind wir? Ja. Sehr geil auf jeden Fall. Man fliegt nicht mehr in die Luft und die Ureinwohner sind auch sehr klug und so. Ich freue mich, wenn das alles mal gefixt ist. Also manchmal ist das Spiel einfach zum Lachen einfach nur, weil es einfach noch so buggy ist. Aber ist ja Alpha und so. Ich hoffe, dass die wenigstens dann irgendwie im nächsten Patch mal die Uhren ein bisschen normaler bekommen. Das ist jetzt aber echt. Habt ihr das gesehen? Das ist einfach nicht mehr normal, wie overpowered die manchmal sind. Dann zuschlagen und dann fliegst du erstmal irgendwie wieder oder nicht mal. Dann bist du einfach gleich wieder tot und dann fliegst du wieder in die Luft, dann liegst du in der Luft am Boden oder so Zeug. Ach man. Das Spiel. Wir haben ja noch 6 Minuten, also würde ich da jetzt gucken, wie es so läuft und dann, ja. Jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott, hier ist voll der Horrorwind gerade. Hat man nicht geschlafen oder haben die uns entdeckt oder so? Hä, was ist mit dem? Irgendwas war auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, was jetzt alles gespeichert hat und was nicht. Nein, das war jetzt nicht der Timer. So. Also die Teile hatten wir. Nee, hatten wir noch nicht fertig, oder? Wir hatten nur noch oben, ja genau. Ich glaube, so viel hat es gar nicht weggemacht. Haben wir die Flairgun noch? Ja, wir haben sie wieder. Aber das Boot ist trotzdem schon wieder an der anderen Stelle irgendwie. Obwohl man ja nur neu geladen hat. Ich fühle mich hier einfach nicht mehr sicher. Oh. Ich glaube, schlafen gehen werde ich nur noch auf der anderen Insel. Ich habe einfach nur noch so Schiss, dass ich wieder durch einen Bug sterbe. Dann sterbe ich wieder durch einen Bug irgendwie. Und dann kann ich wieder, habe ich zwar wieder die Chance, in die Höhle zu kommen, aber dann komme ich in die Höhle irgendwann wieder durch den Bug. Und das will ich nicht. Und ich will jetzt was zu essen. Ach, bleib doch stehen. Wo bist du jetzt hin? Immerhin habe ich ein Kaninchen. Und es ist sonnig noch. Jetzt noch ein Kaninchen. Da war ein Lizard. Stehen geblieben. Das ist noch einer. Das sind zwei. Kaninchen. Da rennt ein Lizard im Sonnenaufgang. Beautiful. So, da ist noch ein Lizard. Hier auch. Boah, den hat's voll weggeschleudert. Den habe ich in... Oh. Ich muss echt anders. Ich knall in jeder Aufnahme irgendwie gegen das Mikro. Mit meinem Headset. Ich hoffe, das ist nicht brutal schlimm. Dass sich's total übel anhört. Oh, ich habe eine Feder. Oder auch nicht. Noch ein Lizard. Da ist er ja. Schön hier. Es gibt ja auch noch diesen Vegan-Mode. Ohne die Ureinwohner. Naja, ich sag mal so. Es hätte schon was Schönes, wenn man nur bauen will. Und man würde halt die Bugs durch den Tod nicht bekommen. Aber andererseits ist halt dann auch wieder so, dass man bestimmte Sachen einfach gar nicht mehr braucht. Also es wird einfach so das Spielerlebnis nehmen, glaube ich. Ich meine, das Ziel des Spiels ist ja eigentlich, dass man hier halt gegen die Ureinwohner und so überlebt. Und ohne die Ureinwohner kann schon sein, dass es schön am Anfang ist, aber dann auf einmal, glaube ich, wird es irgendwann langweilig. Dann denkt man sich, ach, hätte ich die doch nur nicht deaktiviert. Es hat halt seine Vor- und Nachteile. Ich werde sie auf jeden Fall aktiviert lassen. Außer irgendwann würde mal der Mehrteil oder die meisten sagen, nee, deaktiviere ruhig. Aber eigentlich glaube ich. Ich meine, wenn die Ureinwohner so richtig buggy werden würden, dann würde ich sie wahrscheinlich deaktivieren, aber ansonsten nicht. Ansonsten würde ich die ganz normal lassen. Wäre ja auch ein bisschen Pussy, wenn man die immer deaktivieren würde. Ich weiß ja nicht, welche Bugs dann da wieder auftreten können. Da gibt es bestimmt auch wieder irgendwelche Bugs. Dann sind sie auf einmal doch wieder da oder so, keine Ahnung. Wenn sie am Baum hängen, dann sind sie aber voll leichte Beute, das checken die aber nie. Was kann... Achso, ja. Ach stimmt, ich wollte pennen gehen. Weißt du was, wir pennen jetzt
Wir fahren. Vielleicht sehen sie uns nicht. Sie haben uns gesehen. Ich bin weg. Arrivederci. Ich bin jetzt echt weg. Na toll, das Boot würde auch wieder weg sein, oder? Aber dann brauche ich mir jetzt nicht extra noch ein neues machen, wenn es dann eh wieder weg wäre. Ja, ich gehe sowieso ins Wasser, also ich werde eh dann pennen gehen. So, dann schwimmen wir halt mal rüber. Muss ja auch irgendwie gehen. Geht aber eigentlich eh ganz schnell. Ja, wenn man vergleicht, ich glaube, es ist ein bisschen ein Unterschied, aber so ein riesengroßer Unterschied vom zeitlichen her nicht unbedingt. Nur, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie man jetzt rüberschwimmt. Ich kann auch mal ein bisschen näher ans Mikro gehen, dann wird man gleich merken, wie die Soundqualität ändert. Es ist halt so, ich weiß nicht genau, wie ich das Mikro hinpacken soll. Und wenn ich halt direkt vor dem Mikro spreche, dann hört sich alles besser an. Allerdings ist das Mikro halt seitlich von mir. Das heißt, jetzt rede ich ganz normal. Und jetzt gucke ich seitlich und ich kann dann schlecht auf den Bildschirm gucken. Das heißt, ich bräuchte noch einen Mikrofonständer. Ich muss halt immer ab und zu hin und her jetzt gucken. Aber ansonsten ist eigentlich ganz okay so. Also ich habe jetzt kein besonderes Problem mit dem Mikrofonständer. Aber es ist halt einfach so, dass mein Tisch wahrscheinlich nicht gut genug dafür geeignet ist. Das war mein Mülleimer übrigens. Jetzt sind wir ja eh gleich da. Ja, okay, man braucht schon wirklich sehr länger. Sehr viel länger. Ich würde auch direkt gern ins Mikro reinreden können, halt, aber das ist halt mit dem Mikrofonständer nicht möglich. Oh, es ist Nacht. Pium. Pium, pium. So, das war mein Feuerwerk. Man kann auch einfach ganz, ganz, ganz stark cheaten und sich die Tage vorübergehen lassen. Einfach ganz oft Z drücken und dann kannst du halt irgendwie 100 Tage überlebt haben. Ist aber auch nicht das so. Jetzt ist die Folge halt länger. Aber es macht ja nichts. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dieser Aufnahme gehabt. Ich auch. Auf jeden Fall. Trotz der Bugs natürlich. Oh, ich hätte hier gleich was mitnehmen sollen. Naja. Und dann bis nächstes Mal. Ciao.